Dreimal durfte ich schon Presbyterinnen und Presbyter in ihr Amt einführen, beziehungsweise an ihr Gelübde erinnern und die ausscheidenden Presbyterinnen und Presbyter verabschieden. Es war jedes Mal ein bewegender Moment. Das ist nicht in einem Gottesdienst geschehen heute. Vielmehr habe ich per E-Mail ein Word-Dokument versandt, das die Presbyterinnen und Presbyter auszufüllen haben und mir im Laufe des Sonntags zurückschicken. Profaner als die von der Kirchenleitung gewählte Form wird es wohl nicht mehr werden können. Das ist der Situation geschuldet, auch wenn es mir nicht gefällt. Sehr vieles gefällt mir in diesen Tagen nicht. Die Tageslosung für den Samstag, den 21. März, steht im 3. Buch Mose, im 26. Kapitel, Vers 6. Ich will Frieden geben in eurem Land, dass ihr schlaft und niemand aufschrecke. Und als neutestamentlicher Text steht in den Losungen jener Vers, den zumindest ich sehr gerne als Abschluss der Predigt wähle. Der Friede Gottes, welcher ist höher als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Philipper 4, Vers 7. Seit 75 Jahren herrscht in unserem Land kein Krieg und dank der EU auch in all ihr angeschlossenen Ländern. Ein großartiges Stück gemeinsamer Arbeit und Anstrengung, in dieser Region der Welt Frieden zu schaffen. Wir müssen innerhalb der EU nicht aufschrecken aus Angst vor Bomben und Granaten, aus Angst vor Soldaten. Aber wir schlafen mitunter schlecht und schrecken in diesen Tagen auf aus Angst vor einer unsichtbaren Gefahr, der wir zwar einen Namen gegeben haben, der wir aber nicht wirklich etwas entgegenzusetzen haben, bei Licht betrachtet nichts entgegenzusetzen haben. Das ist neu. Wir werden durch das Virus SARS-CoV-2 in unsere Grenzen verwiesen, von denen wir glaubten, dass wir sie nicht haben. Schmerzhaft wird unsere Hybris aufgedeckt, zu glauben, unser Leben in der Hand zu haben. Im Moment gibt es keine öffentlichen Gottesdienste. Dabei war das Gebet und der Gottesdienst immer der Ort, an dem man sich gerade in Krisenzeiten versammelte. Wir haben Gemeinschaft gesucht und gefunden. Jetzt wird Vereinzelung verordnet und freiwillig gelebt und unter dem Stichwort Verantwortung gefordert und eingefordert und im Zweifel Vereinsamung gefunden. Ich weiß von Menschen, die mit zwei Kindern in einer 60 Quadratmeter Wohnung wohnen und in Quarantäne sind. Der Rest lässt sich mit ein wenig Fantasie vorstellen. Ich selbst habe 2 Wochen Quarantäne hinter mir. Ich bin absolut privilegiert. Ich bin verbeamtet. Mein Gehalt wird weitergezahlt werden. Ich lebe in einem Pfarrhaus mit großem Garten und wer einen Garten hat, weiß, dass er niemals fertig wird. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, so steht es im Johannesevangelium im 16. Kapitel im Vers 33. Jesus als der Christus hat die Welt überwunden, also auch die Angst. Jesus macht ernst mit dem Vers aus Psalm 27, Gott ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Gott ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, Schmerz und Leid sind damit nicht ausgeschlossen. Schmerz und Leid gehören zum Leben, genauso wie Freude und Glück. Aber Jesus hat eben die Angst vor dem, was kommen wird, aufgehoben. Und das schließt die Erkenntnis ein, dass Gott auch aus dem Bösesten Gutes schaffen kann und will. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich werde, so Gott will, und ich lebe 62.
Und seitdem ich denken kann, seitdem ich Tod erlebt habe, seit ungefähr 54 Jahren, lebe ich mit dem Tod und er mit mir. In 3 Wochen ist Ostern. Bei der derzeitigen Stimmungslage sehe ich nicht, dass es Gottesdienste geben wird. Auch das wird neu sein. Kein Gottesdienst. Kein Ostergottesdienst. Der Osterruf „Christ ist erstanden“ wird nicht erschallen. Zumindest nicht öffentlich. Dabei feiern wir doch Ostern, gerade die Auferstehung. Feiern den Sieg über den Tod, das heißt eigentlich die Angst vor dem Tod und die Gewissheit, dass da noch etwas ist. Dass das, was es hier gab, nicht alles gewesen ist, gewesen sein kann, gewesen sein darf. Es ist schon Ironie des Schicksals, dass die Oberammergauer Festspiele, die entstanden sind aus dem Gelübde, von der Pest verschont zu werden, jetzt angesichts Covid-19 auf 2022 verschoben wurden. Seien Sie gegrüßt und behütet. Gott segne Sie.